Hallo, ich bin Daniel Schässling und ich wohne hier im Bezirk Bergedorf und ich habe jeden Tag mit den E-Rollern, mit den falsch parkenden E-Rollern zu tun. Das heißt, ich bin hochgradig sehbehindert, habe noch ca. 5% Sehkraft und bin auch, ich denke mal, das ist 3 Monate her, also ich sehe durch meine hochgradige Sehbehinderung halt die E-Roller sehr spät bis gar nicht. Und vor ein paar Monaten bin ich auf den E-Roller zugegangen, habe ihn nicht gesehen, zack, bin ich mit dem Arm direkt gegen das Lenkrad und hat mir schön einen dicken blauen Fleck geholt. Und ich denke mal so letztes Jahr im Dezember bin ich zum Bezirksamt und da stand ein Roller direkt vor der Tür, war schon Dämmerung, bin ich direkt rüber gestolpert und zack, lade ich platt wie eine Flunder auf dem Asphalt und ja, wusste gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Liebe Stadt Hamburg, bitte unternimmt was gegen die falsch parkenden E-Roller. Die brauchen feste Abstellplätze, so wie die bei den Stadtfahrrädern. Da funktioniert es doch auch. Warum funktioniert es nicht bei den E-Rollern? Bitte, lieber Senat, lieber Dr. Tschentscher, Bürgermeister Tschentscher, liebes Bezirksamt Hamburg, bitte unternimmt was gegen die falsch parkenden E-Roller.